Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fieber 2. Die letzte Folge war ja bereits so ein bisschen die Hinleitung zu diesem Thema. Falkental, also die nächste Ortschaft entsteht heute oder beziehungsweise zumindest mal ein Teil davon. Wir werden uns wie üblich so ein bisschen auf den Bahnhof und die Gleisanlagen erstmal fokussieren und alles andere bekommt ihr dann noch in einer weiteren Bastelfolge zu sehen. Falkental, die Namensgebung wie so oft. Ich habe den Bahnhof hingestellt, habe dann geschaut, was für einen Namen der Bahnhof vom Spiel verpasst bekommt und Falkental hat mir ganz gut gefallen. Nebenbei bemerkt, das hat mir vor nicht allzu langer Zeit mal jemand in die Kommentare geschrieben, dass das tatsächlich scheinbar alles echte Ortsnamen sind oder zumindest Namen von Ortsteilen und das scheint tatsächlich zu stimmen. Das war mir gar nicht bewusst, also ich hatte das nicht auf dem Schirm. Also selbst so für mich zumindest persönlich etwas absurd klingende Namen wie Quetzdölsdorf, was wir ja im Bereich Hansburg haben, ja, das gibt es tatsächlich in der Realität. Oder vor nicht allzu langer Zeit Runkelbach, das hatte ursprünglich den Namen Runkel, Runkel an der Lahn, gibt es auch in der Realität. Sehr schöne Ortschaft übrigens, also auch damit könnte man in Zukunft noch so ein bisschen rumspielen, dass ich halt einfach hergehe und einen Bahnhof setze, dann schaue ich, was hat der für einen Namen bekommen und dann schaue ich mir das mal in der Realität an, ob es da nicht irgendwie ein, zwei nette Bauwerke gibt, die man da irgendwie mit einfließen lassen kann. Also kann man sich ein bisschen spielen mit dem Thema. So, aber wir sind schon mittendrin. Ich habe es mir übrigens dann aber nicht angeschaut, sondern ich habe drauf losgebastelt. Ich habe mir das vor Beginn der Aufnahme erst kurz durchgelesen, dass es eben auch Falkental tatsächlich gibt in der Realität. Ist allerdings, ich glaube, nur ein Ortsteil von irgendeiner größeren Gemeinde in Brandenburg. Das aber nur ganz am Rande. Also Bahnhofsgestaltung bzw. Bahnsteigsgestaltung, auch hier wieder ein bisschen was Besonderes. So leicht in Kurvenlage mit ein bisschen Eigenbau. Auch ein ganz nettes Design, wie ich finde. Auch hier habe ich wieder eine Bahnsteigsvariante gewählt, die ich glaube ich noch nicht benutzt habe. Also auch wieder ein bisschen was Älteres. Bahnsteigshöhe sind hier glaube ich 55 cm. Dass wir da auch mal im Laufe der Zeit einfach alle Varianten hier mit auf die Karte bekommen. Weil es gibt ja wirklich viel Auswahl in diesem Deutsche Bahnhöfe-Paket und die wollen wir natürlich auch alle nutzen. Ansonsten, die Ortschaft selbst ist ziemlich Freestyle. Ich glaube sogar komplett Freestyle. Ich hatte mir, ich weiß es nicht mehr, vor wirklich einigen Monaten mal irgendeine Ortschaft am Rhein angesehen und hatte mich mal ganz, ganz grob dran orientiert. Aber ich glaube, davon ist dann am Ende auch, also quasi in der Umsetzung nicht viel übrig geblieben. Das habe ich mir eigentlich alles ziemlich aus dem Ärmel geleiert, wie man so schön sagt. Übergangsmöglichkeiten für die Gleise, in dem Fall jetzt mal keine Bahnübergänge, sondern Brücke und in dem Fall hier nochmal eine kleine Unterführung. Und so baue ich das einfach scheibchenweise auf. Erstmal so ein bisschen Bahnhof, Bahngleise und ein bisschen Straßeninfrastruktur, um mal so die Grundlagen zu schaffen. Und dann kommen auch schon hier im Bahnhofsbereich die ersten Gebäude dazu. Auch hier wieder ähnliche Gebäudeauswahl, wie wir das in den bisherigen Rheinortschaften hatten. Also alles so ein bisschen mittelalterlich angehaucht, Fachwerk und Co. verbaut. Dass wir da auch so ein bisschen den Touch einer etwas älteren Ortschaft hinbekommen. Und wie man hier, glaube ich, auch schon so ein bisschen erkennen kann, auch hier wird wieder so ein bisschen den Berg hochgebaut. Also keine flache Ortschaft, sondern, naja, wie sagt man, stufenweise eben. Hier kann man das gut erkennen. Dann wird hier schon eine Reihe höher, werden die ersten Gebäude gesetzt. Und auch hier muss ich dann zusehen, dass ich das, ja, den Detailgrad mir halt überlege, wo ich da dran gehe und das wirklich detailliert mache. Am Ende wird es wahrscheinlich wieder Bahnhof und Bahnhofsumfeld werden. Und auch relativ viel Kulisse dabei. So, auch hier, das sind jetzt wieder Gebäude aus Transport Fieber 1, die thematisch, finde ich, auch teilweise ziemlich gut dazu passen. Praktisch, die hier sind, glaube ich, aus der mittleren Ära. Ära B. Dann hier wieder
eins der mittelalterlichen Gebäude hier, der Hotelkomplex, nenne ich es mal. Hier soll dann nochmal so ein kleiner öffentlicher Platz auf Bahnhofshöhe entstehen. Und den gestalten wir uns gleich auch so ein bisschen. Hier nochmal so eine Häuserzeile hingestellt. Zum Ufer hin haben wir es hier auch wieder ziemlich abfallend, also ne, wie man hier ganz gut erkennen kann. Das macht das ganze Gebastel natürlich auch wieder dementsprechend etwas zeitaufwendiger. Kirche darf natürlich nicht fehlen. Ich muss tatsächlich mal darauf achten, das hat ja auch neulich mal jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich scheinbar, ich bin mir nicht ganz sicher, diese Kirche jetzt doch schon einige Male verwendet habe. Also ich versuche das zu vermeiden, dass ich die Kirchen irgendwie 100 Mal platziere. Kann aber sein, dass wir die hier schon einige Male jetzt im Einsatz hatten. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann ziehen wir uns hier noch eine Mauer rein, rund um das Kirchengrundstück. Das hier sind übrigens auch wieder diese Hafenabsperrungen, nenne ich sie mal. Passt aber hier auch ziemlich gut rein, wie ich finde. Okay, jetzt haben wir die ersten Gebäude gesetzt, rund um den Bahnhof. Gehen wir nochmal etwas näher an den Bahnhof dran hier. Das ist möglicherweise das alte historische Bahnhofsgebäude. Dann setzen wir hier noch Fahrradständer, Unterstände mit dazu. Ich habe mir nur ganz kurz so die Lanes eingeblendet, damit ich sehen kann, wo die Sims entlang laufen, dass die idealerweise nicht mitten durch die Fahrradständer hindurchlaufen, wenn sie hier zum Bahnhof wollen. Dann alter Güterschuppen. Den hier habe ich, glaube ich, auch schon ewig nicht mehr benutzt. Den versuchen wir uns hier mal irgendwie mit reinzufummeln. Drei Stück aneinander gereiht. Und dann schauen wir mal, was können wir hier sonst noch so platzieren? Ein paar Einkaufsmöglichkeiten in Bahnhofsnähe. Und auch eher so die kleineren Gebäudetypen, also hier Getränkemarkt, Apotheke, Heiliger Ingo, kleiner Supermarkt. Auch schön universell einsetzbar, diese Gebäude. Dann hier schaffen wir uns nochmal so einen kleinen Zufahrt. Bisschen Umzäunung. Und hier habe ich das einfach diese Unschönheiten im Gelände versucht, nochmal etwas zu kaschieren, indem ich hier dieses Steinelement da drauf gesetzt habe, diese Steinplatte sozusagen. Und dann gibt es hier nochmal so einen kleinen Abstellplatz. Und hier auch nochmal abgesenkter Bordstein, wenn man so will. Dann wird hier nochmal diese Kante so ein bisschen kaschiert. Ein, zwei Parkmöglichkeiten, Autos draufgesetzt. Nicht ganz ideal, aber erfüllt schon seinen Zweck. So, Bahnhofsparkplatz wird hier entstehen und mit der Steinmauer begrenze ich das einfach hier so ein bisschen. Pflastertextur habe ich hier mal verwendet. So, ein paar Grünflächen werden hier natürlich auch noch geschaffen. Da setzen wir uns direkt einfach hier so eine Hecke rein. Funktioniert auch ganz gut, diese Kombination. Steinmauer im Boden versenkt plus hier so eine kleine Hecke. Dann haben wir die Grünflächen schon mal so ein bisschen zugewiesen, abgesteckt. Dann wird das Ganze noch so ein bisschen angepinselt. Und dann machen wir direkt einen kleinen Sprung und statten den Bahnhof schon mal hier mit Rohrauslegern aus. Kennt ihr bereits? Mache ich ganz gerne so. Also wirklich auch mit den langen Rohrauslegern, damit einfach nichts auf dem Bahnsteig rumsteht. Muss man natürlich nicht auf die Art und Weise machen, aber ich finde das Ergebnis immer recht ansprechend. Hier sieht man nebenbei bemerkt, also rechts unten jetzt gerade kurz zu sehen gewesen, quasi die Weiche, der Abzweig, da geht es dann auf dieses Ausweichgleis für die Güterzüge. So, hier so in Kurvenlage auch immer so ein bisschen Gefummel. Ich setze mir erst praktisch hier die Oberleitungsaufhängung und pflanze dann den Masten dazu. So. Okay.
dann haben wir das einmal erledigt. Auf der anderen Seite auch nochmal ein paar Parkmöglichkeiten. Mir ist im Nachhinein ist aufgefallen, dass es einfach generell sehr, sehr wenige Parkmöglichkeiten in der Ortschaft selbst gibt. Dafür gibt es jetzt zumindest am Bahnhof ein bisschen mehr. Irgendwo müssen die Leute ja ihre Karren abstellen. So, auch das wird noch so ein bisschen aufgehübscht. Bisschen begrünt. Und dann parken wir uns da noch ein paar Autos hin. Auch wieder so ein bisschen eng geworden, aber das sollte schon funktionieren. Muss man halt ein bisschen rumrangieren. Okay, gut. Soweit so gut. Reiterstellwerk. Bin mir gar nicht sicher. Hatten wir schon ein Reiterstellwerk? Ein kleines zumindest. Aber ich glaube, so ein richtig großes wie in dem Fall noch nicht. Und hier in dem Bereich noch ein bisschen etwas moderneres Stellwerk. Dann, um dort auch irgendwie vernünftig hinzugelangen, habe ich hier nochmal eine Treppenkonstruktion mit reingezogen. Hab mir dann diesen Bereich auch nochmal so ein bisschen abgesteckt. Hier oben, damit hier niemand die Böschung runterfällt. Das Ganze nochmal ein bisschen mit dieser Steinmauer abgesichert. Ja, ich weiß, ich benutze die sehr oft und oftmals auch zweckentfremdet, aber sie funktioniert einfach für viele Sachen wirklich gut. Dann die Böschung, bisschen angepinselt. Und hier noch die Brücke abgestützt. Auf beiden Seiten natürlich. So, einfach hier so ein Klotz reingebaut. Und dann gehen wir nochmal wieder zurück an den Bahnhof. Bushaltestellen. Hier wird es natürlich auch eine kleine Buslinie geben. Die dann wahrscheinlich auch hier so die umliegenden Ortschaften so ein bisschen miteinander verbindet. Telefonzellen, ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich finde sie immer noch ein schönes dekoratives Element. Dann hier nochmal so eine, ja, wie nennt man das? Sitzgelegenheit, wo man halt einen Baum reinpflanzen kann. Das tun wir direkt auch. Und dann schauen wir mal, dass wir dem Ganzen schon so ein wenig Leben einhauchen, indem wir hier ein paar Sims platzieren. Okay, weitere dekorative Maßnahmen. Wir konzentrieren uns jetzt hier tatsächlich ziemlich auf diesen ganzen, auf dem Bahnhofsumfeld und auf dem Bahnhof selbst, damit wir das schon mal in Form gebracht haben. Denn hier sollen ja auch noch ein paar nette bewegte Bilder über die Bühne gehen heute. Deswegen wird dieser kleine Platz noch so ein bisschen ausdekoriert. Stellen wir uns hier noch einen kleinen Marktstand dazu, beziehungsweise einen Gemüsehändler hier direkt in Bahnhofsnähe. Plus Kundschaft. Gut, dann werden hier auch nochmal ein paar aufhübschende Maßnahmen ergriffen, plus Außengastronomiebereich. Hier bei der ja, ehemaligen Bahnhofsgastronomie möglicherweise, oder es ist scheinbar immer noch eine Gastronomie. Also hier gibt es einfach so ein kleines Café, war so die Idee dahinter. Bahnhofscafé. Durchaus beliebt bei den Eisenbahnfans. Und natürlich hier der nackte Bahnsteig muss noch angezogen werden sozusagen. Auch hier habe ich längst noch nicht alle Varianten ausprobiert. Ne? Da gibt es ja auch für viele dieser Elemente. Also hier sieht man auch die Mülleimer. Das ist jetzt so ein etwas älteres Modell. Ja, Designjahr 2000 war das jetzt, glaube ich. Dasselbe gilt auch für die Sitzbänke und für die Fahrkartenautomaten und so weiter. Also man kann da auch wirklich verschiedene Epochen richtig gut darstellen. Und hier haben wir es dann eben ein bisschen, ja, aus einer etwas älteren Epoche. So, Sitzbänke noch ein bisschen gefüllt mit logischerweise sitzenden Personen. Und dann haben wir den Bahnsteig zumindest schon mal ein bisschen Leben eingehaucht und den Bahnhofsumfeld. Und dabei wollen wir es dann auch für die heutige Folge mit dem Gebastel erstmal
bewenden lassen, schauen wir uns das Ganze in Bewegung an. So, etwas detaillierter ist das Ganze natürlich in der Zwischenzeit noch geworden und ich habe auch eine Buslinie angelegt, die hier so ein bisschen im Kreis fährt. Das ist auch eine Busvariante, glaube ich, die ich bislang noch nicht auf der Karte hatte. Ich glaube, es ist irgendwie eine Arriva-Ausführung, bin mir aber nicht 100% sicher. Und die Züge rollen natürlich auch hier. Es geht los, den Auftakt macht ein Güterzug, gemischt Warenladen und der wird auch direkt hier beiseite genommen und rollt auf das Ausweichgleis aus Richtung Bacharach kommend. RB14 Quietschi von Abilio in Doppeltraktion diesmal unterwegs. Ich habe einfach, was Rollmaterial angeht, versucht ein bisschen in der Abwechslung mal wieder reinzubringen, damit wir noch mal ein bisschen was anderes zu sehen bekommen hier. Doppeltraktion, bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt bei in Mittweida praktisch in einen Bahnsteig passen würde, aber ist jetzt auch eigentlich nur für die Filmaufnahmen. Hier sieht man schön die reduzierte Gleisgeschwindigkeit auf dem Ausweichgleis. Dadurch wird der Zug einfach schön ein bisschen runtergebremst, rollt dann behutsam auf das Signal zu. Hier einmal der Blick auf den Bahnhof. RB14 macht sich wieder auf den Rückweg. Die hat aktuell eben hier ihren Endhaltepunkt. Das funktioniert auch ganz gut durch die Dreigleisigkeit hier im Bahnhof, sodass der Fernverkehr einfach praktisch auf den Hauptgleisen durchrollen kann und der Nahverkehr wird eben hier kurz beiseite genommen, wenn die hier Kopf machen. Aber vielleicht wird die Nahverkehrslinie auch noch ein bisschen verlängert. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickeln wird. Dann hier einmal kurz der Blick zurück auf den letzten Bauabschnitt aus der letzten Folge hier mit der Gärtnerei und so weiter. Und hier einmal schön das Reiterstellwerk im Blick und die Baureihe 103, die gerade um die Ecke gefahren kommt. Sehr schön. So, der wird jetzt scheinbar auch runtergebremst, weil, also ja, wahrscheinlich der Quietschi blockiert noch den davorliegende Bauabschnitt, beziehungsweise Blockabschnitt, geht aber direkt weiter. Signalauswahl, ja, das passt natürlich dann, also das Signalbild passt dann einfach nicht mit allen, ja, mit allen Zügen zusammen, ne, sozusagen. Da, das funktioniert natürlich auf die Art und Weise nicht, aber das Signalbild von dem Ausfahrsignal habe ich einfach auch, glaube ich, noch nie benutzt. Deswegen seht es mir nach, wenn das nicht für jede Situation hier realistisch ist. Sehr schön. Der fährt weiter Richtung Bacharach und kurz darauf darf auch der Güterzug wieder auf die Strecke gehen. Hat soeben Ausfahrt bekommen sozusagen. Und wird wieder auf die Strecke eingefädelt. Hier gezogen von 189. Okay. Er rollt langsam über den Bahnübergang drüber. Langsam Fahrt auf. Auch hier wieder die volle Pracht der Güterwagenvielfalt. Das hätte ich ja wirklich nicht gedacht, dass es irgendwann mal so viele Güterwagen gibt. Viele von denen kannte ich natürlich auch nicht. Also ich bin ja kein Eisenbahnexperte oder so, aber waren schon ein paar Sachen dabei, die mich überrascht haben. Ja, sehr schön. Güterzug macht sich wieder auf die Reise. Wir gehen zurück nach Falkenthal. Die nächste Zugdurchfahrt steht an. ICE 4 dürfte das gewesen sein. Hier einmal kurz aus dem Stellwerk rausgefilmt. Ja, und jetzt haben wir natürlich so ein bisschen leichten Zugstau. Dadurch, dass gerade so viel auf der Strecke unterwegs ist, wird hier auch der ein oder andere Zug mal ganz kurz ausgebremst. Das sind jetzt natürlich keine planmäßigen Aufenthalte, sondern die stehen einfach hier am roten Signal, machen einen kurzen Zwischenstopp
Und dann geht's auch direkt weiter. Nahverkehr aus der anderen Richtung kommend, Zugbegegnung hier. Bundesbahn Bund. Alles dabei, was das Silberling-Paket zu bieten hat. An Ausführungen. Na, nicht ganz alles, aber fast. Und über all dem thront hier, naja, ich weiß gar nicht, was das eigentlich darstellen soll, ehrlich gesagt. Könnte ein Kloster sein, tatsächlich. Das ist schon sehr massiv, das Bauwerk. Aber ich finde, passt optisch auch ganz gut hier rein. Mit der ganzen Rheinthematik geht das schon klar. Vielleicht ganz klein bisschen überdimensioniert für die Landschaft. Hier sieht man auch mal schön anhand der ganzen Gebäude so im Hintergrund, wie das so etwas den Hang hinaufgewachsen ist hier. Mal kurz der Blick auf den kleinen öffentlichen Platz hier vorne mit dem Obst- und Gemüsehändler. Bahnhof im Hintergrund. Das kleine Straßen- bzw. Bahnhofscafé mit dem alten Bahnhofsgebäude. Durchfahrender Fernverkehr. Die Rheingold 101 lässt sich blicken. Sehr schön. Also dieser grüne Kreis, nur ganz kurz nochmal zu dem Signalbild. Ich habe das jetzt nicht mehr richtig auf dem Schirm. Aber ich meine, das ist doch, bedeutet doch eigentlich, ist schon explizit irgendwie so eine Art von Abfahrtsignal. Deswegen würde das für Zugdurchfahrten, glaube ich, keinen Sinn ergeben. Aber man kann das ja nicht wechseln, also im laufenden Betrieb. Von daher, das nur ganz kurz am Rande erwähnt. So, Railjet, hatten wir den heute eigentlich schon? Ich fürchte nein, deswegen hier einmal euer Railjet. Der Tradition folgend. Die Brücke bräuchte vielleicht nochmal so einen Brückenpfeiler, oder kann das sein? Ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, schön. Nett anzusehen, finde ich hier immer, wenn so die Bahnsteige so ein bisschen spitz zulaufen, finde ich, ist immer nettest. Kleines optisches Detail. Und der Nahverkehr folgt dem Fernverkehr. Hat auch inzwischen Ausfahrt bekommen. Übrigens nebenbei bemerkt, eine Handvoll öffentlicher Gebäude wird es hier auch wieder geben. Ich glaube, eine Feuerwache haben wir diesmal nicht. Aber eine Polizeiwache ist am Start und auch ein Schulgebäude. Also ich habe auch versucht, das wieder so ein bisschen mit einzubauen hier. Ja, und durchaus einiges geboten hier am Zugverkehr. Der passiert das Depot. Und fährt weiter Richtung Hansburg Hauptbahnhof. Und das wird sicherlich auch die nächste Mitfahrt werden. Also entweder von hier nach Hansburg oder umgekehrt. Schauen wir mal, eins von beiden. Aber da haben wir jetzt noch einige Gleiskilometer am Start. Ich denke, das können wir uns dann zeitnah mal gönnen. So, der kommt auch wieder zurück. Das rundet die Sache ja eigentlich ganz vernünftig ab. Deswegen kommen wir langsam, aber sicher auch zum Ende der heutigen Folge. Ja, Falkenthal, also ihr seht ja selbst, da ist ja noch einiges mehr entstanden. Es gibt also dementsprechend auf jeden Fall nochmal eine weitere Bastelfolge, aber das wird jetzt ein bisschen auf sich warten lassen, denn ich möchte mich nochmal anderen Bauabschnitten widmen, um auch einfach nochmal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Wir werden in Hansburg auf jeden Fall demnächst nochmal unterwegs sein und dort so ein bisschen Stadtentwicklung betreiben und dergleichen, bevor wir dann irgendwann wieder hierhin zurückkehren und in Falkenthal weitermachen. Und damit sind wir auch wirklich wieder ein gutes Stück vorangekommen. Also ich kann jetzt gar nicht auswendig sagen, wie viele Kilometer das noch sind, bis quasi in den Schweizer Abschnitt. Aber
allzu weit ist es jetzt nicht mehr entfernt. Wir sind schon weit über die Hälfte der Karte gekommen. Also, ja, irgendwann in den nächsten Monaten werden wir dorthin kommen. Schwer zu sagen, wann genau. Na schön, abschließend hier nochmal so die bisschen die Gesamtperspektive, ne? Das bisherige Rheintal mit Bacharach im Hintergrund und so weiter. Und ich denke, das Gesamtbild ist schon nicht so verkehrt geworden. Dann soll es das gewesen sein für den Moment. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.